Heute ist der Chico für seine dritte Sitzung da bei uns und ich habe gedacht, ich werde ihm ein paar Fragen stellen, wie er mit seiner Haarpigmentierung zufrieden ist. Ich bin sehr zufrieden. Du bist sehr zufrieden? Ja. Wie bist du auf Scalpline gekommen? Ja, ich habe einfach gegoogelt. Gegoogelt, Google-Suche. Ja. Wie war für dich die erste Sitzung? War, wie du erwartet hast, oder war schlimm für dich, war schmerzhaft? Nee, von der Hinsicht war es sehr super, also gar nicht schmerzhaft. Also ich habe gedacht, es wird schmerzhafter. Ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich wusste nicht, wie es dann aussehen wird nach der ersten Sitzung, ob das meinen Kriterien entspricht und so. Aber nach der Sitzung war ich dann entspannt, weil das war genau das, was ich erwartet habe. Und viele denken, dass so eine Haarpigmentierung sehr künstlich wirkt. Wie ist deine Meinung dazu? Gar nicht. Nee. Also gar ich selber habe Probleme, sogar vorm Spiegel zu sehen. Also man kann Echthaar nicht vom Pigmenten unterscheiden. Ja. Jetzt haben wir bei dir drei Sitzungen gebraucht und das ist jetzt das Endergebnis. Du hast dich entschieden, dass du die Haare wieder wachsen lässt. Genau. Genau. Und du hattest eine Haartransplantation gehabt und wir haben den Bereich nur pigmentiert. Genau. Also ja. Also wie bist du mit dem Endergebnis jetzt zufrieden nach drei Sitzungen? Super. Also die Pigmentation gleicht es super aus, weil bei der Haartransplantation konnte die Dichte einfach nicht hergestellt werden, die man natürlich hat. Und das ist jetzt ein super Ergebnis. Also man sieht jetzt gar nicht mehr echt Haar, was man vorher hatte, von dem, was man jetzt hat. Also kein Unterschied darin. Würdest du uns weiterempfehlen? Bist ja, du zufrieden mit dem Service, mit dem Ablauf von den Behandlungen? Auf jeden Fall. Super, vielen Dank für das kleine Interview. Dankeschön. Bitteschön.